Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar diese wunderschöne Blume hier mit Papierstreifen ist die gebastelt worden. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Schaut mal, als erstes fangen wir jetzt hier an, so ein Blütenblatt zu basteln. Und beginnen werden wir da mit den kleinen Streifen. Ich sage euch mal die Maße jetzt von den drei Streifen. Und zwar habe ich jetzt hier einmal 6 cm, einmal 8 cm und einmal 10 cm. Auch in drei verschiedenen Farben hier einmal zugeschnitten. Und das gibt dann auch ein ganz tolles Farbergebnis, wie ich finde. Kann man natürlich in verschiedenen Größen auch basteln, wie ihr das möchtet. So, fangen wir an mit dem ersten Streifen und zwar den kleinsten nehmen wir uns, geben hier so ein kleines bisschen Kleber drauf. So, und dann kleben wir das andere Ende hier aufeinander, drücken es ganz leicht an, sodass hier ein Regentropfen entsteht. Dann kommt hier wieder ein Stupserkleber drauf. Wir nehmen uns den mittelgroßen Streifen und kleben ihn genau bündig hier einmal auf. Dann drehen wir das einmal um und geben auch hier Kleber drauf. Jetzt das andere Ende hier ebenfalls draufkleben und schon haben wir hier ineinander zwei Regentropfen. Jetzt wieder Kleber drauf. Und wir nehmen uns den großen Streifen, kleben ihn jetzt auch hier drauf, drehen es wieder einmal um, Kleber drauf und das andere Ende wieder festkleben. Leicht zusammendrücken und schon haben wir hier so einen Regentropfen. Jetzt habe ich hier zwei Stück und die kleben wir einmal zusammen. Ich gebe dafür hier etwas Kleber drauf. Dann nehmen wir das andere und kleben das hier aneinander, sodass ein Herz entsteht. Kurz zusammendrücken und dann den Kleber trocknen lassen. Jetzt legen wir uns die hier einmal so schön im Kreis zusammen. Jetzt habe ich hier gelbes Papier und einen Kreisstanzer und damit stanze ich mir zwei Kreise aus für die Vorder- und Rückseite. Dann gebe ich hier auf den Kreis Kleber drauf und klebe den hier schön mittig einmal auf. Dann dreht ihr es vorsichtig um und klebt auch auf der anderen Seite einen Kreis in der Mitte auf. Jetzt habe ich hier noch ein helleres Gelb und da stanze ich mir jetzt ein ganz kleines Herz aus. Kommt dann so schön in die Mitte. Das mache ich jetzt noch ein zweites Mal für die andere Seite. Das wird dann in die Mitte aufgeklebt. Ich habe jetzt hier spontan noch die Idee gehabt, mit einem goldenen Stift hier noch ein paar Striche ringsherum zu ziehen. Ich habe jetzt hier auch noch so einen schönen roten Stift. Der hat auch Glitzer drauf, wie der goldene. Und da gehe ich hier bei dem Herz nochmal ringsherum. Ganz, ganz kleine Striche werden hier gemacht. Jetzt muss es einmal trocknen und dann können wir es umdrehen und die andere Seite ebenfalls bemalen. Ja,
Und schon haben wir unser Blümchen hier fertig gebastelt. Ihr könnt zum Beispiel als Dekoration nehmen, auf ein Geschenk kleben oder aber als Anhänger nehmen, dass ihr einfach eine Nadel durchstecht, hier oben zum Beispiel durch ein Blütenblatt mit einem Faden dran. Und dann könnt ihr es als Anhänger zum Beispiel an ein Fenster kleben. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!